Für ihn war es zunächst nur ein Spaß. Und irgendwann in den nächsten Jahren wurde es immer schlimmer. Man hat dann diese Nebenwirkungen gespürt. Nase war kaputt, Paranoia-Attacken. Ich habe immer gedacht, vielleicht wird jetzt irgendwie mal die Polizei kommen und. Bis der Spaß in einem Sumpf aus Drogen endete. Martin Seifert aus Bremen war über ein Jahrzehnt abhängig und betrog dafür seine Familie und Freunde. Da habe ich nur noch über eins nachgedacht. Wann ist mein Dealer heute da? Kommt er pünktlich? Und habe ich noch genug Geld für die nächste Woche? Seit rund 4 Jahren lebt der 34-Jährige ohne Kokain. Womit er Schüler und Schülerinnen jetzt schockiert? Mehr als 296 Millionen Menschen haben laut UN-Bericht 2021 Drogen wie Cannabis, Heroin oder Kokain konsumiert. Tendenz steigend. Trauriger Spitzenreiter. In den USA ist die Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr auf 107.622 gestiegen. Alle 5 Minuten stirbt ein US-Bürger an einer Überdosis, vor allem durch den Konsum von Opioiden, starken Schmerzmitteln. Deswegen steht seit einer Woche im New Yorker Stadtteil Brooklyn dieser Automat zur Erstversorgung. Dies ist der allererste Gesundheitsdrogenautomat in New York City. Und wir haben bereits in der ersten Woche fast 100 Naloxon-Kits verteilt und jeden Tag neu aufgefüllt. Wie Sie sehen, haben wir Masken, wir haben auch Mittel für die Wundversorgung, Xylazin- und Fentanyl-Teststreifen und Damenhygienesets. Weil die Gemeinde gesagt hat, dass sie das wollte. Naloxon hilft bei einer Überdosis. Registrierte Nutzer können sich das Mittel kostenlos alle 7 Tage mit einem Code holen, wie auch ein Safer-Sex-Paket oder einen Schwangerschaftstest. Nach aktuellen Schätzungen der deutschen Hauptstelle für Suchtfragen haben in Deutschland 17,8 Millionen Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren und knapp 500.000 Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren einmal in ihrem Leben eine illegale Droge konsumiert. Ganz oben auf der Liste Cannabis. Martin Seifert ist gegen die Legalisierung in Deutschland. Cannabis, das war meine Einstiegsdroge. Cannabis, wenn das legalisiert wird zum Beispiel oder auch entkriminalisiert wird, das hat ja jetzt schon so einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft, ne? Weil es gibt medizinische Produkte, es gibt Cremes, es gibt Lotions, es gibt Getränke, überall ganz toll und es wird ja, also ich finde es einfach nur krass. Für den heute 34-Jährigen bleibt es vor 13 Jahren nicht beim Kiffen. Während seiner Ausbildungszeit zum Industriemechaniker in Bremen greift er auf Partys zu Kokain. Gruppenzwang, sagt er, schnell wird auch die Nacht zum Tag. Morgen könnte ja auch funktionieren, wenn ich zur Arbeit gehe. Und ich hatte noch einen Rest von dem Abend davor. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, ziehe ich einfach mal durch. Und ja, noch einen Kaffee dazu und dann bin ich arbeiten gegangen. Und das hat sensationell gewirkt. Ich hatte ja auch immer einen mobilen Dealer. Also, du musst ja noch nicht mal mehr irgendwo hin. Die kommen zu dir. Die sind zu mir damals ins Büro gekommen. Ich habe gesagt, zieh dich mal ein bisschen schicker an, dann fällt das nicht so auf. Martin Seifert steckt in einem lebensgefährlichen Drogensumpf fest, der am Ende auch Rauschmittel wie Ecstasy enthält, bis er schließlich in die Beschaffungskriminalität rutscht. Da hat man sich immer mehr wieder einfallen lassen. Geldwäsche, Computerbetrug, Urkundenfälschung. Ich habe viele Freunde beklaut, belogen, Familie, auch Ex-Freundinnen und. Also alles war eigentlich der reine Lug und Betrug. Im vergangenen Jahr sind 1.990 Menschen in Deutschland an den Folgen des Missbrauchs illegaler Drogen gestorben. Das sind fast 9% mehr als im Vorjahr und der höchste Wert der vergangenen 20 Jahre. Haupttodesursache sind Heroin und Langzeitfolgen des Drogenkonsums. Martin Seifert entschied sich am 31. Mai 2019 für das Leben. Da habe ich mich im Endeffekt selber im Krankenwagen gerufen, gesagt, vorbei, ich kann nicht mehr, ich sitze hier und da. Möchte eingewiesen werden und ging dann alles auch relativ schnell. Damals war es auch die natürlichste Droge namens Liebe, die ihn zurück ins Leben geholt hat. Heute lebt der 34-Jährige mit seiner Frau und seinen beiden Kindern auf dem Land in der Nähe von Oldenburg und arbeitet im Vertrieb für Hörgeräte. Auch weil er durch den Drogenkonsum selbst Hörprobleme bekommen hat. Neben der Arbeit betreibt er heute Prävention an Deutschlands Schulen und greift nun zu Mehl statt Kokain. Ich habe da tatsächlich mal so einen Beutel mit Mehl gemacht, vollgefüllt, so einen Mehlbeutel halt und hab den das dann halt so, hab gesagt, hier Leute, ne, jetzt, ne, ich habe das mit euren Lehrern abgesprochen, ist in Ordnung, ist genehmigt, müsst ihr keine Angst haben, könnt ihr euch auch gleich angucken und alle schon geguckt und ich sag, hier, das ist so eine Art Talisman, habe ich immer mit, ne, der sagt mir, der wird nicht aufgemacht.
Kokain ist immer schädlich, kann töten. Deutschlandweit gibt es diesbezüglich große Unterschiede. Neben Nordrhein-Westfalen und Berlin führt Bayern mit der strengsten Drogenpolitik die Liste der Drogentoten an. Das Bundesland verzeichnet sogar mehr Todesfälle als die weniger strengen Niederlande. Wenn du es dir von der Straße holst, da ist ja noch ein ganz anderer Dreck mit drin. Ganz andere Sachen. Ne? Da wird ja auch meistens so noch vielleicht Heroin mit reingemischt, um die Abhängigkeit erst richtig anzukurbeln. Oder ganz andere Chemikalien oder sonst irgendwas. Die Berliner Grünen fordern letztes Jahr zusätzlich eine Entkriminalisierung von harten Partydrogen wie Ecstasy oder Kokain. Damit die Polizei weniger zu tun hat, damit wir weniger Kosten haben und. Und das ist ja jedem selbst überlassen. Ich habe den Hintergrund nie verstanden, werde ich auch nicht. Und ich glaube, da muss selber vielleicht bei der Sitzung irgendwie die ein oder andere Pille ins Glas gerutscht sein. Und dann kam wahrscheinlich dieses Ergebnis zustande. Aktuell produziert Martin Seifert einen Film, der seine Geschichte widerspiegelt und auf das weltweite Drogenproblem aufmerksam machen soll. Illegale Drogen will er nie wieder anrühren.